Der Sammy hier ist super aktiv und durfte vor 2 Wochen hier im Starnberger Tierheim einziehen. Jetzt sucht er ein neues Zuhause und da wollen wir ihm heute bei Tierisch München ein bisschen helfen. Ihn stellen wir Ihnen heute vor und außerdem haben wir noch diese Themen für Sie. Helfer mit Herz. Die Hilfsbereitschaft mit der Ukraine hat viele Gesichter. Zuhause gesucht. Für Hund Sammy und Katzenduo Jackie und Maxi aus Starnberg. Und blinder Passagier. Mittelmeerlaubfrosch hüpft im Supermarktsalat. Der Sammy ist jetzt seit 14 Tagen sowas bei euch, also ja, noch genau. Ein Frischling im Starnberger Tierheim. Kann man sagen, ja. Wie kam denn der zu euch? Sammy wurde abgegeben aufgrund familiärer Umstände. Ja, die Familie kam einfach nicht mehr klar und hat dann tatsächlich darum gebeten, ob wir nicht ein schönes Plätzchen für ihn finden. Da können wir auch noch mal genauer drauf eingehen, weil der Sammy, wir haben es gerade schon gemerkt, ist super aktiv. Ja. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum es vielleicht so schwer war? Das mag durchaus sein, dass das mit der Rolle gespielt hat. Der weiß nun genau, was er will und das versucht er auch durchzusetzen. Und zwar mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Bedeutet, er ist auf jeden Fall aktiv, schnell, hippelig und hat ganz viel Energie, die er auch ausleben will, oder? Ja, ja. Also es ist tatsächlich wünschenswert für ihn auch eine Familie ohne Kinder, auch ohne Enkelin, also tatsächlich nur die Erwachsenen. Und dann ist ein Besuch einer Hundeschule auch wirklich angeraten. Er kann so ein bisschen schon das kleine Einmaleins, aber es reicht definitiv nicht, um in der heutigen Welt zurechtzukommen, ohne dass man aneckt. Das heißt, so ein bisschen liebevolle Führung braucht er auf jeden Fall unbedingt klare Führung, also liebevoll und klar. Und einem nicht auf den Kopf rumtanzen, weil er natürlich sehr süß ist, klar. Gell? Ich finde, das ist ein kleiner Sonnenschein, wenn der da rumhüpft. Er freut jedermanns Herz, aber da ist manchmal auch die Problematik einfach zu süß. Ne? So unkompliziert, ja. Also auch das jetzt hier, ich bin ja im Prinzip auch ein Fremder für ihn. Ja. Wir kennen uns seit 14 Tagen. Und knutschen aber schon. Ja. Okay, so viel Liebe wünschen wir uns für dich. Ihr versucht jetzt eine neue Familie für ihn ja, zu finden. Ja, Start ins neue Leben, genau. Magst du uns kurz erklären, wie die ausschauen soll? Es wäre super, wenn es aktive Menschen wären, ohne Kinder, ohne Enkel, eingangs schon gesagt. Aber es ist uns sehr wichtig, weil er eben genau weiß, sich durchzusetzen und das ist bei Kindern deplatziert. Sehr gerne aktiv, die auch mal in die Berge gehen, wandern. Da hatte der Mord Spaß dran. Ja. Er ist auch der Liebling aller Gassigeher hier schon, weil er überall gerne mit möchte und mit alles mitmacht. Die Menschen sollten sich bewusst sein, dass das ein Bichon mit drin ist, ein Bichon-Pudel. Und beide Rassen sind sehr pflegeintensiv. Das heißt also, wenn man selber gut schnibbeln kann, kann man durchaus das auch selber machen. Ansonsten sind Hundefriseure wirklich, wirklich angeraten und das so um alle 8 Wochen wahrscheinlich. Ja, also der braucht sehr viel Pflege. Futtertechnisch ist er total unkompliziert, frisst alles und ja, keine Baustellen, Gott sei Dank 1,5 Jahre, ja, der hat noch alles vor sich und braucht man nichts beachten und der ist auch wirklich so unkompliziert, ja. Also auch das jetzt hier, ich bin ja im Prinzip auch ein Fremder für ihn, ja, wir kennen uns seit 14 Tagen. Und knutschen aber schon. Ja. Okay. Ja, was wünschen wir uns? Ein großes Herz für diesen kleinen Schatz. Fassungslosigkeit, Frust und Ohnmacht kommen auf, wenn man aktuell die Bilder aus der Ukraine sieht. Mittlerweile sind über 1 Million Menschen auf der Flucht.
Doch auch die Hilfsbereitschaft steigt von Tag zu Tag, auch bei uns in der Region. Und dabei geht es nicht immer nur um Geld oder Sachspenden. Die Tierärztin Gabriela Berg hat jetzt einen ganz besonderen Helferkreis eingerichtet. Ehrenamtliche vermitteln nämlich Hund, Katze und Co., die auf der Flucht mitgebracht worden sind, an Pflegestellen in Haar und Trudering. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität mit der Ukraine hat die unterschiedlichsten Gesichter. Viele Münchnerinnen und Münchner wollen nicht einfach nur zugucken, sondern auch aktiv mit anpacken. Oft kommen die Geflüchteten nur mit ihrem Nötigsten. Nicht selten ist da auch ihr Haustier mit im Gepäck. Das Problem: In Flüchtlingsunterkünften herrscht oft Haustierverbot. Hier kommt Gabriela Berg ins Spiel. Die Tierärztin vermittelt ehrenamtlich den Tieren ein neues Zuhause. Diese Tiere sind ja genauso traumatisiert wie letztendlich die Menschen auch. Und deswegen bin ich auf der Suche nach Privatunterkünften für Hunde, Katzen. Ein paar Meerschweinchen hätte ich jetzt auch noch zum Plätze zum Vergeben. Momentan habe ich 12 Plätze für Katzen und 2 Plätze für Hunde. Die Plätze sind vorher kontrolliert, bevor die Tiere hinkommen. Ich werde auch als Tierärztin die Tiere vorher kontrollieren, falls noch andere Tiere da sind. Die Tiere sollen ja irgendwann wieder zurückgeführt werden zum Besitzer. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass der Kontakt erhalten bleibt, sodass ich nahe Wege zwischen der Flüchtlingsunterkunft und den Tiersittern haben möchte. Was bei Gabriela Berg im Kleinen stattfindet, passiert auch im Großen. Der Tierschutzverein Starnberg bereitet sich gerade auf die Ankunft einer ganzen Gruppe evakuierter Tiere vor. Gestern Abend hat uns eine Dame angerufen, deren Freundin hat ein kleines Tierheim in der Ukraine betrieben und die ist komplett mit den ganzen Tieren, hat sie evakuiert und ist auf dem Weg nach Deutschland. Und wir konnten jetzt gestern unsere Hilfe anbieten, indem wir unsere ganzen Ehrenamtler akquiriert haben. Jeder fragt nach und jetzt sind zum Glück alle Tiere untergekommen für die erste Zeit. Aber auch die Tiere, die ihre Heimat noch nicht verlassen können, brauchen Unterstützung. Für diese sammelt der Tierschutzverein Starnberg. Die Hilfsgüter sollen dann direkt vor Ort helfen. Wir sammeln auch Futter und auch Decken und Handtücher und schauen dann, dass wir das eben an die entsprechenden Stellen weitergeben, dass es dann vor Ort wirklich ankommt und dann auch dort geholfen werden kann. Wenn auch Sie den Menschen und den Tieren helfen wollen, finden Sie viele Informationen bei uns im Netz auf www.münchen.tv. Eine riesige exotische Spinne, die zwischen den Bananen in einer Kiste sitzt und das in einem deutschen Supermarkt. Das ist wohl das klassischste Beispiel für einen tierisch blinden Passagier. Immer wieder kommt es vor, dass Tiere ungewollt bei uns hier in den Supermärkten landen. So ist es jetzt auch in München passiert, denn dort ist ein Mittelmeerlaubfrosch zwischen den Salatblättern gehüpft. Der kleine grüne Frosch konnte eingefangen werden und verbringt nun seine Quarantäne in der Reptilienauffangstation. Rainer ist der neueste Bewohner der Auffangstation für Reptilien in München. Der Mittelmeerlaubfrosch ist mit einer Salatlieferung in einem Bio-Supermarkt in München angekommen. Zwischen einer Salatbar fällt der blinde Passagier natürlich auf. Deshalb verständigt der Supermarkt sofort das Veterinäramt. Er ist in einem Quarantänezustand, weil er eben keinen Kontakt zu anderen Amphibien hat. Das ist ganz wichtig. Wir werden dann auch entsprechende Tupferproben nehmen, die ins Labor schicken, weil selbst wenn man das Tier vielleicht wieder nach Italien zurückbringen könnte, ist es für uns natürlich wichtig, dass wir kein infiziertes Tier irgendwo in die Population reinbringen. Egal ob ein Frosch im Salat oder eine Spinne im Obst. Grundsätzlich gilt, nicht selbst tätig werden oder vielleicht sogar aussetzen, sondern immer einen Spezialisten zu Hilfe holen. Das ist eine andere Laubfroschart als die, die wir hier in Deutschland haben. Und am Schluss hätte man dann so eine Durchmischung, auch eine genetische Durchmischung womöglich, die Probleme macht in der Natur. Also das hat jetzt nichts mit irgendeinem Rassendenken zu tun, um Gottes Willen, sondern es geht einfach darum, die Laubfrösche, die bei uns leben, sind genetisch an unsere
Regionen angepasst und sie sind schon sehr bedroht, weil Lebensräume verschwinden. Wenn ich jetzt da noch mit fremden Genen reingehe oder gar fremde Erkrankungen mit reintrage, dann macht das Probleme. Rainer ist soweit fit und nachdem er komplett durchgecheckt und versorgt wurde, darf der Mittelmeerlaubfrosch in circa 4 Wochen an einen neuen Halter vermittelt werden. Gerade waren wir noch mit dem Sammy spielen. Jetzt sind wir bei Jackie und Maxi. 2 Katzen, 2 Geschwister, die schon zum 2. Mal bei euch gelandet sind. Eigentlich schon mal ein Zuhause hatten, aber dann aus familiären Gründen wieder abgegeben wurden und jetzt wieder bei euch sind. Wie sind sie denn so, die beiden? Die sind anfangs sehr schüchtern. Also wir haben die 2015 vermittelt. Waren dann schöne Jahre jetzt bei der Familie und mussten jetzt eben vor kurzem erst wieder zurück zu uns. Das war natürlich ein großer Schlag für die beiden. Deswegen sind die jetzt auch noch ein bisschen zurückhaltend. Bei den beiden muss man sagen, die Schwestern, die sind FIV-positiv, das ist das Katzen-AIDS. Man muss sich also keine Sorgen machen um die Ansteckung. Also wir Menschen können uns nicht anstecken. Unter den Katzen ist es anstecken. Die beiden sollen aber auch nur zu zweit vermittelt werden, oder? Genau, also die hängen wirklich sehr aneinander und sind jetzt auch schon ihr ganzes Leben zusammen. Daher suchen wir für die beiden gemeinsam ein Zuhause. 2013 sind die beiden geboren worden, also noch junge Hüpfer sozusagen fast. Wie schaut es mit Kindern in der neuen Familie aus? Ja, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil die beiden tatsächlich deswegen abgegeben wurden. Gerade unsere Maxi da oben, die kam tatsächlich mit dem Nachwuchs nicht zurecht. Die hat dann angefangen zu pieseln. Leider nicht ins Klo, sondern daneben. War das dann auch der Grund, warum sie bei euch wieder gelandet sind? Genau. Und bei uns jetzt hier, man merkt, der Stress ist weniger gerade für die Maxi und sie gehen jetzt brav aufs Katzenklo. Es ist noch nichts wieder passiert. Schon mal ein Vorteil für die neue Familie. Sie sehen ja super süß aus. Also sie haben super schöne Farben, super süßes Gesicht und sind ja auch, wenn man sie dann besser kennenlernt, sehr liebevoll, oder? Auf jeden Fall. Also wirklich sehr verschmust und anhänglich. Du hast gerade schon das Krankheitsbild angesprochen, auch das, dass es auf die neuen Besitzer keinerlei Auswirkung hat, also dass man da keine Angst haben muss. Heißt aber auch, dass die beiden in Zukunft in der Wohnung gehalten werden müssen, oder? Auf jeden Fall reine Wohnungskatzen, weil es eben von Katze zu Katze ansteckend sein kann, und zwar über Geschlechtsverkehr oder über Blut. Deswegen sollten die wirklich rein als Wohnungskatzen gehalten werden. Medikamente brauchen sie aber keine. Sie bekommen bei uns ein leicht verdauliches Futter, weil die Kleine hier hinten, die kleine Jackie, die hat ein bisschen Magen-Darm-Probleme gehabt. Aber jetzt mit dem neuen Futter funktioniert das alles gut. Wenn die neuen Besitzer jetzt sagen, oder die Interessenten, sagen wir mal so, jetzt sagen, ja, ich glaube, die passen ganz gut zu mir, wie können die dann mit euch in Verbindung treten? Gerne über unser Kontaktformular auf der Internetseite und wir telefonieren dann mit den Interessenten und machen dann den Besuchstermin aus. Die Steckbriefe dieser Schmusekatzen haben wir natürlich auch wieder online auf unserer Seite zusammengefasst. Unter www.münchentv finden Sie alles, was wichtig ist. Also schauen Sie auf jeden Fall mal vorbei. Auch das Starnberger Tierheim hat auf ihrer Homepage eine Wunschliste. Also wenn Sie helfen möchten, gerne einmal reinklicken. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Thank you.